Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keiner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Stefanie an. Diese hat über Head & Shoulders geschrieben, welches sie mit 4,7 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Ich habe sehr lange akute Schuppenprobleme gehabt. Da ich eigentlich jeden Tag präsent aussehen muss, weil ich in einer Arztpraxis arbeite, habe ich mich sehr oft für meine Schuppen geschämt oder mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe mir selber immer gesagt, was von alleine kommt, geht auch wieder von alleine. Aber dies war bzw. ist nicht immer so. Auch meine Schuppen. Ich bin 24 Jahre alt und fand es nie schön, mit Schuppen herumzulaufen. Ob zu Hause, bei meiner Familie oder auf Arbeit mit Kollegen und Patienten. Durch die Schuppen fetten auch ziemlich schnell die Haare, sodass ich manchmal zweimal täglich meine Haare waschen musste. Und das war sehr nervig. Meine Kopfhaut hat so sehr gejuckt, dass es manchmal nicht auszuhalten war und ich so lange kratzte, bis es anfing zu bluten. Eines Tages sagte eine Patientin zu mir, dass ich etwas in den Haaren hätte. Es sehe aus wie Konfetti. Dies war aber leider nicht so. Es waren Schuppen, also fasste ich den Entschluss, dass ich irgendetwas dagegen machen muss. Ich habe wirklich gefühlte 100 verschiedene Schuppenshampoos getestet, aber keines macht es besser. Ob vom Discounter oder der Drogerie. Nachdem ich langsam verzweifelte, ging ich zum Hausarzt. Dort hoffte ich, was zu bekommen, was auch wirklich hilft. Ich bekam ein Rezept. In der Apotheke dachte ich, mich trifft der Schlag. Für 200 ml Schuppenshampoo 45 Euro, das fand ich sehr übertrieben. Ich habe es gekauft und ausprobiert. Es half zwar, aber zufrieden war ich nicht. Ich erzählte meiner Mutter von meinem unangenehmen Problem und sie meinte, versuch doch mal Head & Shoulders. Naja, ein Versuch, dachte ich, ist es wert. Ich holte mir nun eine Packung Head & Shoulders und nach ein paar Tagen war ich begeistert. Meine Schuppen und das Kopfhautjucken wurde nach jedem Waschen besser. Ich habe mich so befreit gefühlt. Unglaublich. Ich wasche meine Haare nur noch mit Head & Shoulders Apple Fresh. Es gibt nie wieder ein anderes Produkt für meine Haare. Nicht nur, dass es meinen Haaren und meiner Kopfhaut besser geht, auch ich selber fühle mich viel wohler und auch meine Familie merkt es. Der Preis ist auch voll und ganz gerechtfertigt für dieses Produkt oder andere Produkte von Head & Shoulders. Ich kann es nur weiterempfehlen, wenn ihr auch Probleme mit eurer Kopfhaut oder mit euren Haaren habt. Dann versucht es mal mit Head & Shoulders. Es gibt viele tolle Produkte für jeden Haartyp mit verschiedenen Problemen. Meiner Meinung nach ist das ein super Produkt, welches jeder ausprobieren sollte und jeder wird sehen, dass es super ist. Andere Anti-Schuppen-Shampoos von anderen Herstellern können da nicht mithalten und haben auch nicht die Wirkung auf unser Haar. Die Leute, die ebenso solch akute Schuppenprobleme haben bzw. hatten, wissen, wovon ich rede. Probiert es selber aus und schreibt eure Head & Shoulders Erfahrungen oder die Erfahrungen mit einem anderen Anti-Schuppen-Shampoo. Ich würde mich über eure Meinung freuen, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Keiner.de.